Willkommen auf Planet Eternia TV. Zunächst einmal wieder vielen Dank für das Feedback zum letzten Video, hat mich wie immer sehr gefreut. Und heute möchte ich einen genaueren Blick auf den Deluxe Skeletor von Mondo werfen, hier in der genial gestalteten Box. Vorne ist ein tolles Artwork von Florian Bertmer zu sehen. Und hier im Detail, Skeletor auf dem Knochenthron mit den Terror Claws. Sehr schön auch Spycor, wäre natürlich sehr cool, wenn er bei Mondo erscheinen würde. Dann der Battle Armor Skeletor. Und Dragon Blaster Skeletor. Dann noch der Mondo Hologramm Sticker und Trapjaw. Und im Hintergrund Snake Mountain. Einmal mehr eine großartige Illustration. Dann hier die Oberseite der Box mit dem Masters of the Universe Logo. Dann die Seite ebenfalls mit Logo und weiteren Informationen. Wie immer der Hinweis, dass die Figur im 1:6 Format erscheint. Dann die Unterseite. Und die andere Seite. Auf der Rückseite der Box ist wieder eine Biografie zu finden. Grundsätzlich wurde die Verpackung etwas verändert. Die Box ist etwas größer, es gibt kein Slipcover mehr. Und auch die Magnete zum Öffnen der Box sind verschwunden. Stattdessen gibt es nun einen Klettverschluss. Und wenn man die Box aufklappt, sieht man links ein tolles Produktfoto von Raul Barrero. Dieser macht einfach unglaublich gute Fotos. Toll in Szene gesetzt. Und rechts dann Skeletor samt Zubehör in der Blisterbox. Mit den Wechselköpfen und allem anderen Zubehör. Skeletor selbst und der Drache steckt noch in einer Tüte. Diese habe ich vorher bereits herausgenommen. Die Rüstungen, der Drache, massenhaft Zubehör. Die Box lässt sich dann natürlich oben an der Lasche öffnen. Und die Plastiktrays herausziehen. Und dort ist alles sicher verstaut. Und hier nun Skeletor mit dem gesamten Zubehör. Es gibt noch zusätzlich 6 Wechselhände. Dann die Terror Claws. Mit einer schönen Metallic-Lackierung. Und die passende Rüstung für den Unterarm. Wirklich sehr schön gestaltet, wie ich finde. Dann darf natürlich der Havoc-Staff nicht fehlen. Ebenfalls mit einer schönen Lackierung. Und unglaublichen Details. Hat natürlich auch wieder ein ordentliches Gewicht, was die Positionierung oftmals nicht leicht macht. Aber wirklich toll gestaltet. Dann noch das Zauberschwert und die Doppelaxt. Die Axt oben mit der Kugel wie bei Filmation zu sehen. In Schwarz und Violett.
Absolut passend. Dann gibt es noch einen Umhang und eine Stoffkapuze. Natürlich mit Draht und lässt sich dadurch super positionieren. Und dann gibt es noch drei Wechselköpfe. Hier der erste mit den roten Augen. Der Kiefer lässt sich natürlich öffnen und auch hier wieder sehr schöne Details. Gefällt mir ausgesprochen gut. Dann der Alcala-Wechselkopf, bereits der dritte bei Mondo. Hier rechts oben der vom ersten Skeletor, dann unten der bei Keldor beilag und natürlich der jetzige. Alcala-Wechselköpfe kann es für mich nie genug geben. Und dann noch der Wechselkopf im Vintage-Look. Eine nette Beigabe, aber meiner Meinung nach nicht wirklich passend. Und dann geht es weiter mit den Rüstungen. Zunächst die Battle Armor. Auch hier wieder unglaublich detailverliebt. Hier von der Seite und die Rückseite. Funktioniert wieder über Magnete. Wie schon beim Deluxe He-Man. Natürlich lassen sich auch die Brustplatten austauschen. Hier die heile Fledermaus. Und dann die mit Schaden. Funktioniert einwandfrei. Dann ist noch der Stand dabei, der etwas verändert wurde. Und dann die Dragon Blaster Rüstung. Auch hier designmäßig top. Funktioniert auch über Magnete, die meiner Meinung nach leider etwas zu schwach sind, speziell um den schweren Drachen zu tragen. Die Rüstung fällt dann leicht auseinander. Dann natürlich noch die Kette und das Schloss. Und dann der Drache samt Sprüheffekt. Der Drache ist voll beweglich und für mich ein absolutes Highlight. Unglaublich detailliert gestaltet und auch der Kiefer lässt sich öffnen. Und dort lässt sich oben der Sprüheffekt einstecken. Sieht wirklich gut aus und eine schöne Beigabe. Wie gesagt, ein absolutes Highlight für mich. Und dann natürlich die Figur selbst. Wie immer top designed. Hier mit dem Standardkopf. Sieht super aus. Auch hier lässt sich der Kiefer öffnen. Und hier mit der Kapuze aus Plastik. Einfach großartig. Dann die Rüstung. Vorne mit den Knochen. Überall kleine Symbole. Wirklich ein Meisterwerk. Dann die Lendenschurzrüstung, die Armmanschetten und natürlich die Rüstung an den Schienbeinen. Und die Rückseite. Hier schön gestaltet mit den Schnallen. Und unter der Lendenschurzrüstung ist eine Fellhose zu finden. Dann hinten an der Rüstung all die modellierten Verschlüsse und sogar eine modellierte Wirbelsäule. Und die Kapuze von hinten.
Wirklich eine großartig gestaltete Figur. Und hier nun Skeletor mit dem Umhang, der Kapuze, der Doppelaxt und dem Widderstab. Bei meiner Figur sind die Hände und Köpfe extrem schwer zu wechseln und ohne vorheriges Anföhnen eigentlich nicht möglich. Ich hatte wirklich Angst, etwas abzubrechen. Eigentlich komisch, da dies bei Trapjaw, der auch hier im Hintergrund zu sehen ist, völlig problemlos ging. Das Cape lässt sich unter der regulären Rüstung befestigen und hinten ist eine Aussparung. Ich persönlich finde es aber auch ganz cool, wenn man das Cape über der Rüstung trägt und hinten den Platz für das Schwert nutzt. Generell ist die Optik der absolute Oberhammer. Einfach eine grandiose Figur, wie ich finde. Und hier nun in der Battle Armor Rüstung mit Widderstab und Zauberschwert. Toll auch, wie die Füße gestaltet sind. Die Rüstung auch wieder mit schönen Details und hier mit dem Wechselkopf mit Stoffkapuze. Leider ist auch die Battle Armor Rüstung mit dem Magneten nicht wirklich leicht anzubringen. In bestimmten Posen fällt sie auseinander. Mit etwas Geduld ist es aber natürlich möglich. Und die Optik entschädigt dafür. Und hier nun Dragon Blaster Skeletor. Mit Zauberschwert und Alcala-Wechselkopf. Die Kette lässt sich wie bei der Vintage-Figur vorne durch die Rüstung durchziehen und kann dann oben am Halsband beim Drachen angebracht werden. Leider muss dazu eine Öse aufgebogen werden. Der Drache hält, wie man hier sieht, aber es ist wirklich ein Gefriemel, bis man den Drachen so weit hat, dass die Rüstung nicht wieder runterfliegt, weil der Drache doch ein ordentliches Gewicht hat. Da sind die Magnete einfach zu schwach. Hier sieht man das Schloss am Drachen und die grüne Manschette am Handgelenk mit der Kette. Und hier noch einmal die Dragon Blaster Variante im Detail. Wieder mit dem Zauberschwert, dann die Kette und die Rüstung. Sieht wirklich top aus. Dann der Wechselkopf und der Drache. Kann hinten bei der Rüstung eingehakt werden. Nach wie vor meine Skeletor-Lieblingsvariante aus der Vintage-Line. Und hier noch Skeletor mit den Terror Claws und dem Vintage-Wechselkopf. Die Krallen sehen wirklich super aus. Wäre natürlich cool gewesen, wenn noch die passende Rüstung dabei gewesen wäre. Der Metallic-Look der Terror Claws gefällt mir sehr gut. Und hier eine weitere Möglichkeit der Präsentation. Mit dem Drachen am Boden. Dieser lässt sich aufstellen. Ist ja wie gesagt voll artikuliert. Mit dem Stoffumhang, der Stoffkapuze und dem Wechselkopf. Man hat einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Und hier eine weitere. Erneut mit dem Drachen am Boden. Dann mit der Dragon Blaster Rüstung, dem Umhang und der Stoffkapuze. Und hier mit dem Zauberschwert. Und dem Standardkopf. Mit dem Deluxe-Skeletor wird es definitiv nicht schnell langweilig werden, da er einfach so viele Möglichkeiten bietet. Schade finde ich persönlich, dass, wie bereits angesprochen, die Magnete bei der Rüstung nicht immer optimal funktionieren und dass die Köpfe so schwer zu wechseln sind.
Optisch allerdings ein absolutes Highlight. Mit all den Wechselköpfen, dem Drachen und generell der Look der Figur mit den unglaublichen Details. Für mich die ultimative Version von Skeletor. Und damit neigt sich das Video auch schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wie immer freue ich mich über Kommentare auf planeteternia.de, YouTube, Facebook, Instagram oder wo auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.